Herr Elsner, es gibt in ganz Niederösterreich einen neuen Fahrplan seitens der ÖBB. Wir befinden uns hier jetzt im Ibstal. Was bedeutet eigentlich dieser neue Fahrplan? Gibt es da Verbesserungen für den Westen von Niederösterreich? Ja, für den Westen von Niederösterreich gibt es heuer auch Verbesserungen. Es ist nicht mehr so eine große Fahrplanumstellung wie im letzten Jahr, aber wir haben heuer für den Westen von Niederösterreich neue Railcheck-Garnituren im Intercity-Verkehr, wo wir mal neues Zugmaterial auf die bestehenden Züge einsetzen, um mehr Komfort, um ein Onboard-Entertainment, ein WLAN im Zug zu bieten. Und wir haben eine neue Zugverbindung von Amstetten nach Wien im Frühverkehr um 6.20 Uhr, wo wir vor allem für das Ibstal eine Anschlussverbindung deutlich besser machen. Wir haben jetzt nur mehr einen Umstieg von 6 Minuten in der Früh auf diesen neuen Zug in Amstetten und nicht mehr von 14 Minuten, wie es im jetzigen Fahrplan ist. Wir befinden uns hier jetzt am Bahnhof von Waidhofen an der Ibs. Wie schaut es eigentlich aus mit den Ausbauplänen der ÖBB, was die Bahnhöfe im westlichen Mostviertel betrifft? Ja, ich vertrete den Personenverkehr, nicht die Infrastruktur, die Ausbaupläne, und Sie sehen jetzt Waidhofen an der Ibs an, aber jetzt als Information für meine Kollegen weitestgehend ausgebaut. Dieser Bahnhof ist vorbereitet für einen Fernsteuerbetrieb, er ist besetzt noch, aber hat eigentlich seinen Endzustand jetzt in dieser Form erreicht. Was mich noch interessiert, ist eigentlich die Frage, warum muss jedes Jahr die ÖBB die Leute ein bisschen sekieren und die Fahrpläne umstellen? Naja, sekieren tun wir die Leute nicht. Wir stellen die Fahrpläne nach einem europäischen Termin um. Das ist immer der zweite Sonntag im April, wird in Gesamteuropa der Fahrplan umgestellt. Warum? In diesem komplexen System und im vernetzten System gibt es immer wo Neubaustrecken. Es gibt immer wieder auch Bautätigkeiten mit Langsamfahrstellen, wie genauso auf einer Autobahn ein einspuriger Verkehr ist. Es gibt auch Anforderungen von den Kundschaften her, Änderungen in Schulzeiten, Änderungen in Firmenzeiten. Es gibt Änderungen in der Raumplanung, wo Städte sich anders entwickeln, und das sieht halt vor, dass man einmal im Jahr auf diese Umstellungen eingeht. Wir haben daher einen Fahrplan, einen integrierten Taktfahrplan 2025 mit den Leistungsbestellungen mit den Bund und Ländern erstellt, um hier ein Zielkonzept zu haben, und jedes Jahr wird geschaut, wenn eine Fahrplanänderung ist, dass das mit diesem Zielkonzept kompatibel ist und nicht ständige Änderungen auf jeder Strecke sind. Im letzten Jahr hatten wir große Änderungen, weil hier der Wiener Hauptbahnhof in Betrieb gegangen ist und somit eine komplett neue Vernetzung im österreichischen und internationalen Verkehr entstanden ist. Das übrigens nicht negativ für die Kundschaft war. Wir haben in Niederösterreich in den ersten Monaten 1 bis 9 gegenüber das letzte Jahr 5,7% Fahrgastzuwachs. Das ist deutlich über dem Fahrgastzuwachs der letzten Jahre. Wie schaut es eigentlich aus mit der Nutzung des Handys zum Kauf des Tickets? Gibt es da eine vermehrte Interessenslage? Natürlich gibt es eine vermehrte Interessenslage in ganz Europa. Alle Bahnunternehmen, alle Verkehrsunternehmen setzen auf Handy-Ticket, auf einen Online-Ticket-Job. Wir haben aus dem Grund auch den ÖBB-Ticket-Job umgesetzt, nach 4 Jahren intensiver Projektarbeit. Er ist jetzt in der Implementierungsphase und nur natürlich verbesserungswürdig, wie immer bei einem großen IT-System. Es ist Internetkauf und Kauf über Smartphones mit einem barrierefreien Zugang, das ganz wichtig ist in dem System, mit einer Kreditkartenfunktion. Das ist im heurigen Jahr implementiert worden, das wird laufend verbessert, und wir haben hier in Europa als ÖBB eine sehr hohe Nutzung im Vergleich zu anderen Bahnen, die zwar auch schon auf das System gesetzt haben, wir sind jetzt nur knapp unter 30% beim Online-Ticketverkauf, und das ist sukzessive steigend.